Ja, hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück. State of Decay 2. Ja, in der letzten Folge wollten wir das hier noch ausbauen. So, das machen wir jetzt auch nochmal. Aufwertung. Weil jetzt haben wir Ding und dann können wir nochmal mehr. Ah ne, das haben wir schon gemacht. Kannst mal sehen, wie lang schon wieder her ist. So, Kosten 10. Werlastlager, okay. Für den Tiefkühllager. Braucht dann schon Strom. Hier brauchen wir dann Wasser und so. Okay. Da. Passt auch. Also dann. Du hast 300, das braucht 400. Das war doch die komische Garage, ne? Ja. Also, dann gehen wir mal zum Aussichtspunkt. Genau gucken, was fehlt in der Kiste hier. Ist auch nochmal ein Aussichtspunkt. Oh jo, machen wir doch schon. We all know our base can't run without fuel. So let's do something about that. Laderampe. Was haben wir denn hier? Verlassener Tankwagen. Außenposteneffekte, Benzinlast. Ah, den können wir sogar. Ah, nee, können wir nicht. Wir haben keinen Außenposten-Slot. Okay, dann. Geht's hier eigentlich hin? Das sieht aus wie ein Wald hier, oder? Irgendwie. Können ja mal hingehen. Dann grasen wir das hier alles ab. Markieren wir das hier mal. Grasen wir das mal ab. Werde die Kommandozentrale ausbauen. Anlagen, um den zu Hause zu erweitern. Kommandozentrale ausbauen. Was war das denn jetzt? Basis. Kommandozentrale. Ach, da brauchen wir auch wieder Holz. Okay. Was ist das? Öffnet den Basisbildschirm. Ah, Strecke mal Escape, ey. Was ist das hier? Weitere Informationen. Verfügbare Betten 1. Wir haben 5. Haben wir jetzt 6 Betten? Oder heißt es, dass wir noch, also dass wir ein Bett haben und noch 5 brauchen? Es wäre auch unlogisch, wir sind ja bloß 5 Leute. Dann würden wir 4 brauchen. Oder haben wir ein Bett plus 2 in dem Doppelbett plus 4 in der Koje? Dann hätten wir hier 6 sind 7 und 2 hätten wir ja noch frei. Oder ist das eine, was hier noch frei ist? Ah, jedes Mal durch die Moral stabil. Geht sogar ein bisschen nach rechts.
neues Risiko. Hier haben wir noch einen Vorhofslot. Wir haben zwei Parkplatzslots. But until we understand what really happened, know that Red Talon is here for you. I suppose that confirms what we suspected about the army. Okay, und dann hat man noch Vorhof. Können wir theoretisch nochmal Betten bauen. Oder wir bauen ein Scheißhaus. Haben wir sowas überhaupt schon? Nö, ne? Ja, die gehen halt irgendwo kacken. Okay, was haben wir hier? Regenkollektor. Generator. Latrine. Erhöht auf jeden Fall die Moral. Sind sie gut gelaunt? Können sie gut scheißen? Bist du gut gelaunt, ne? Can we do something about the general lack of safety around here? I knew this old cop, Chief Jackson. He could help us if he's still alive. I could try to find him. I like that idea. Ich glaube, wir bauen die Latrine dahin. Ist ja auf, ne, ist ja scheißegal. Wir können es ja dann sowieso wieder wegreisen zur Not. Und ich denke, dass wir auch noch andere Basen finden. So, okay. Dann sieht's aus, Dauerriss, den können wir auch schlafen legen wieder. Tschüss, gucken wir mal Details, was hat er hier so? Nicht, oh, ich drücke jedes Mal durch die Falschtaste. Lebende Verbann. Aha. Okay, den nehmen wir jetzt mit. Those creeps outside our home could be a real threat. Startest du die Mission Polizeitraining? Sobald Mission gestartet wurde, kannst du Schwarz nicht mehr zu einem anderen Charakter wechseln, ohne die Mission abzubrechen. Okay. Dann, ja, wechseln wir dahin. Oh. War gerade noch am Pennen. Und. Gucken wir mal, wo muss der denn hin? The creeps are swarming our home right now. Ist das da, ne? Persönliches Ziel von Schwarz. Ja, dann brechen wir dann dahin auf. Gemeinschaft, wir nehmen den Joes noch mit, würde ich sagen. Everyone stay alert! We have more creeps heading over! Oh, er liegt, du Zeuge. Er ist Seuchenprobe. Hey, so I'm stepping out. Yo, great work, everyone. You're all goddamn champions. Okay, bevor wir jetzt gehen, warte mal. Da ist er doch. ¿Qué pasa, ese? Kommst du mit als Begleiter? Vamos. Vamos. Bin ich gut? Mach mal hier zu. Ja auch. So.
Du mal reparieren. So, alles klar. Haben wir noch Gegenstände im Inventar? Nur das. Okay, das bringen wir noch schnell hoch. Ein Slot mehr ist immer gut. So. Jetzt im schäbigen grünen Haus. Ja. Ja, wir haben leider immer noch kein Auto. Jetzt gehen wir erstmal da rein. Gucken wir mal, was hier alles gibt. There should be something good in here. Oh, schön. Und noch eine neue Waffe. Ich glaube, es wird langsam hell. Benzin kann es da auch. Gut, gut, gut. Your fears, man. We're making it through. Okay, we good. Ja, wenn wir natürlich einen Parksack finden, müssen wir halt wieder zurück. Schön. Jede Menge Benzin. Zeit, dass wir mal ein Auto holen irgendwie. Ja. Pax hat Baumaterialien, finde ich super. Cabron inbound. So. Haben wir den noch nicht beansprucht? Baumaterial müssen wir auf jeden Fall schnell hochbringen. I'm running out of steam. So. Here's more for the pile. Gleich nochmal reparieren.
steht auch schon wieder ein neuer, Junge. Mein Gott. Die vermehren sich hier aber auch. That will work. Ein bisschen vorsichtig. Das ist ein dickerer. Oh, ja. So. Mal marsch. So ein dicker Polizist. Dann nochmal Outlaw von hinten. Der ist nämlich ziemlich stark. So. Dann haben wir hier alles durchgefischelt. There's a screamer. Da ist ein Schreier. Schauen wir mal, wo steht er denn? Steht ziemlich scheiße. Ich weiß bloß nicht, ob die anderen jetzt auch alle rausgehen. Na, er schreit gleich. Ja. Not a zombie inside. Okay. Neues Gewehr, ist immer gut. That ain't happening.
That is a lot to carry. Okay, wir müssen wieder zurück zur Base. Was haben wir hier? Nothing left here. I can't carry that much. Okay. Dann sprinten wir mal hoch zur Base. Medi brauchen wir immer. Wir brauchen dringend ein Auto, ey. Und da ist schon down. Weil irgendwann wird auch unser Einzugsgebiet so riesig. Ja, dass wir auf jeden Fall ein Auto brauchen. Komm her. So. Gleich wieder repariert. Okay, ich glaube, das wird jetzt zu lang, wenn wir nochmal dahin rennen. Das machen wir gleich in der nächsten Folge. Würde ich sagen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Oder je nachdem, wie der Schnitt gerade ist. Das ist immer so ein Ding. Ja, also bis gleich. Ja, meine lieben Freunde. Wir können auf jeden Fall nochmal hin, ich habe gerade nochmal geschaut. Something about the general lack of safety around here? I knew this old cop, Chief Jackson. He could help us if he's still alive. I could try to find him. I like that idea. Dígame.
Sounds like we're alone. Haben wir doch gerade schon mal weiß gemacht, das. Naja, gut. So, get this. Our search may have just gotten way easier. Unser Lee. Don't you vatos get yourself killed now? It's hard to make new friends. Na schön. Ob wir später mit dem Zug fahren können? Das wäre cool, ne? Oder so einen fetten LKW, wo wir unsere ganze Ware reinmachen können. Hier haben wir noch ein riesen Lager. Zur Tankstelle. Ui. Es sind ganz schön viele hier. Erstmal nicht hin. So, da vorne ist anscheinend Aussichtspunkt, da gehen wir gleich mal hin. You remember brunch? Rich folks getting overcharged for fruit plates and shit? Fuck that. I found another plague heart. Da ist ein Seuchenherz drin, okay. You know, an outpost might do great over there. Irgendwas fehlt hier noch. Ach da. Seems like nothing more to see here. Beilufthaus, dann ist auch noch mein Haus. Wir müssen jetzt, glaube ich, hier hin, ne? Hey, man, sorry it took so long to get here. I'm getting started now, though. Mist. Jetzt haben sie uns entdeckt. Hilft der hier mit?
Okay. Okay, we good. Potenzielle Ressourcen. Werkzeuge wahrscheinlich. That's what I was looking for. Okay. Können wir leider nicht beanspruchen. Machen wir Tür zu. Da fehlt uns noch so ein Außenposten-Ding. Everyone's gonna be happy to see you. Bedienbarkeit. Geschwindigkeit weniger. Aha, okay. Nothing but good times. No room for that. Sind bestimmt hier drin, die Polizeiwaffen. Müssen wir ein bisschen was da lassen. Weil beanspruchen können wir den nicht. Damit habe ich jetzt gerechnet eigentlich. Okay. No room for that. Was soll die sein? Waffen so. It's locked. That was graceful. Dann schauen wir mal hier rein. Eine Axt. Was war das da? Die Axt nochmal mit. Max, das ist immer gut. Im Packsack. Aber wo sind die Waffen, verdammt? Haben wir hier irgendwas übersehen? Schreibtisch hat man ja schon. Vielleicht meinen die Blendgranate. Dann lassen wir das mal da. No room for that. Nee. Wattestäbchen kann man auch drinnen lassen. Schlagstock vielleicht vom Polizeischiff. Shit. Ja. I never saw Chief Jackson without this baton. If it's here, I don't think he made it. Oh no. Okay, wir haben leider keine Slots.
Jetzt hat man das direkt kaufen können. Schade. Pegame. Wechseln wir mal zu dem, der hat ja noch nichts mit dabei, groß. This place looks like a waste of time. Yeah? 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 Ach cool. Kann die auch so übergeben. Muss man nicht mal hinlegen, das ist okay. So, hier haben wir alles leer. Der hat anscheinend auch solche irgendwas. Kollege hier. Hier war alles weg. Hier waren wir noch. Wattestäbchen und Zeug, nehmen wir mit. So, dann mal schnell nach Hause. I need a break. So. Sind wir ja gleich da. Warte mal, wir könnten ja mit dem noch. Pegame. Check this out. Hier noch was mitnehmen. That's great. Can't carry that. Got no room for that. What am I gonna. Hello, anybody? I'm in a pretty fucking bad spot here. Getting low on that. Ja, auf jeden Fall hier, glaube ich, die Seuche. Oh, fuck, man. More coming at us. Thank you.
Den müssten wir da mal in die Krankenstation einliefern und solche herstellen. Que paso, vatos? Munition. What up? Vamos. Gut. Degame. Adios, vato. Tun wir den jetzt mal noch einliefern. Ich glaube, der hat die Seuche. Gut, Seuche stabilisieren, ja. Braucht keine Behandlung. Okay. Braucht keine Behandlung. Aber der hat doch dieses Thermometer-Symbol da. Das heißt doch Blutzeug, oder nicht? So, wieder reparieren. Alles klar, Leute. Dann sage ich schon mal danke fürs Zuschauen. Heute ein bisschen länger jetzt. Jetzt sind wir auf jeden Fall drüber. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.